Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Wir wollen jetzt mal in die Katakomben gucken. Und zwar zum Tempel, der sich genau da befinden soll. Gut. Wie wir ja wissen, sollen wir da irgendwie rein. Member of the Leaden Key. Wer war nochmal Leaden Key? Waren das die mit dieser komischen Maschine? Ich glaube. Naja, wir werden es vielleicht herauskriegen. Ich habe es einfach nicht mehr im Schirm. Auf jeden Fall sollen wir hier zum Tempel und da gucken wir einfach mal zum Tempel. Kümmern wir uns mal für eine Weile um die wichtigere Quest. Das ist hier, ne? Jo. Ja, und nochmal Entschuldigung für die Soundaussetzer im letzten Video. Das Reden in Ladebildschirmen ist keine gute Idee. Und hier einen Schritt zu machen ist auch keine gute Idee. Dich kennen wir. Obwohl, dein Gesicht kennen wir nicht. Aber du siehst so aus wie der Typ da von der Maschine. In front of you looms the ghostly hollow image of the man who was present at your awakening. He casts a pale, sickly light in the dank corridor as he regards you. Okay. You are from Kratom, my dear. Was? Ich hab keine Ahnung, was das ist. His words, oder wo? His words are an echo in your mind from a time long past, and you know your response before you speak it, as if it has always been. Es ist ja ganz lustig, dass wir hier die Wahl haben, aber da wir keine Ahnung haben, worum es geht, ist das... Also... Only recently. A remarkable city. Truly one of the most impressive we have encountered outside of our own. Many exceptional people who have joined our cause come from Kratom. Ja, was ist denn your cause? What made you decide to join our order? I don't know. Nummer 7 wäre gut. I'm honestly not sure. Das ist gut. As long as you are assured in your faith, the rest is not so important. Ja, du bist aber auch nicht besonders hilfreich. Du könntest ein bisschen mehr Ausführungen machen. Are you ready to take the oath? Hä? To spread the word of the gods to the lost and heathen. Habe ich eigentlich nicht vor, aber wenn du das sagst. Okay, und als Belohnung bekommen wir Steuereinnahmen. Taxes collected. Major Adventure added. Probieren wir erstmal. Okay. So, was war das denn jetzt? I've made my way to the chambers beneath the ruins of the Temple of Verdica. If the, what Merwald said is true, das muss ich mir auch nochmal angucken, was er genau gesagt hat. This is my best chance to find the Leaden Key. Ja. Okay, das ist ein Projection of a past life. Und er hat offensichtlich also mit einem vergangenen, mit einer vergangenen Folge von Grace gesprochen. The man spoke to you as though you were a young missionary. Okay. Es ist ganz gut, dass ich mich, also dass ich davon nichts weiß, weil offensichtlich kann sich Folge von Grace da auch nicht dran erinnern.
You told him you had only recently taken up residence in the city called Kratom. Ja, vielleicht bin ich da auch geboren worden. Es scheint so, dass wir das selber festlegen durch unsere Antworten, die ja so ein bisschen geraten sind. And explained why he had come to join his order. Ja, okay. Gut. So, dann haben wir jetzt also Havamak und Mercenary. The mercenary asks you warily as you approach, his weapon readied. What are you doing here? You don't look like one of that mask lot. Ach ja, die tragen Masken. Left my mask inside. Das ist clever. Relax, how would I know to be here if I didn't belong? Das ist ziemlich dämlich, aber wahrscheinlich ist er noch dämlicher. Probieren wir mal das hier. I left my mask inside. He thinks carefully, then nods. All right then, go on in and report to the acolyte and she'll give you your assignment. They should be just about finished with their meeting in the big chamber. Damit geben wir uns so ein bisschen bloß, stellen wir uns ein bisschen bloß, wenn wir das so tun, als würden wir das nicht wissen. Naja, wir haben ja gespeichert. Any idea what's going on around here? A word of advice, friend. Don't ask questions. Okay. Okay. Jetzt sollte ich mal das einschalten hier. Okay, und was ist hier noch? Hier ist ja noch eine Menge Karte. Genau, irgendwas. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Na, das ist doch eine Geheimtür. Das schreit doch nach Geheimtür. Hidden Object found. Wo? Ach, da. And the fire shows me something new. Okay. Hallo. Okay, Trap detected. Mach die mal weg. But that's settled. That's settled. Also das ist etwas, was mich an dem Spiel ein bisschen nervt, dass es so zu sein scheint, dass man, wenn man den nötigen, wenn der Skill nicht hoch genug ist, man keine Chance hat, eine Falle zu entschärfen. Es wird also offensichtlich nicht gewürfelt, habe ich den Eindruck. Super. Die kriegen wir auch nicht entschärft. Und ich meine, ich habe schon 6. Und ich meine, jedes neue Level kostet, glaube ich, 8 Punkte. Und wir kriegen pro Level nur 6 Punkte. Das heißt, wir kriegen auch nur alle 2 Level ein Level dazu. Also das ist. And the fire shows me something new. That's Ach, settled. die Kriste. Okay, na, dann guck mal rein. More protection. Decreases critical hit damage. Ne, das nehmen wir mal mit. Und der Kram kann in den Stash. Ist hier sonst noch was? Offensichtlich nicht. Gut. Ja. So, das sind alles Mercenaries. Nee, da ging es nirgends weiter. Lalalala. Das war wahrscheinlich die Kollekte, die wir da gerade geklaut haben. Das gefällt mir nicht, was ich da sehe. Das sieht so. Was ist das da? Gucken wir erstmal. Nach hier. Mehr Mercenaries. Lululul. Wir nehmen euch auch noch euer Essen weg, nachdem wir die Kollekte geklaut haben. By the deeds of my tongue and oh, that's not it. Was? Initiate. Übst du da gerade was oder was? Oder lernst du gerade was? Hail, traveler. A lone figure paces back and forth, tapping his fingers at his sides, muttering to himself. He jumps when he sees you, his hands on his chest. By the flame, you startled me.
Where's your mask? It's too itchy. I'll put it back on for the meeting. Well, don't let anyone inside see you without it. They've keen on anonymity. Ja, aber da haben wir doch das Problem, wir haben, ich meine, wir haben doch so eine Dings auf Vertica, aber die können wir uns ja nicht aufsetzen, weil wir verdammter Godlike sind. Das ist aber ein bisschen rassistisch. Wenn ich das mal sagen darf. Tell me about the meeting. This must be your first time. The Acolyte communicates with each of us individually to hear of our progress on old tasks and to assign us new ones. He shivers with a mixture of pleasure and dread. Das ist aber eine interessante Mixtur. It's a unique process. She's a cipher. Das sind die Besten. So she can speak to you without words. Handzeichen oder was? Nein, schon klar. Fascinating until you realize she can probably reach your thoughts just as easily. What do you know about these tasks? Only what I absolutely need to. We protect the secrets of the gods, so discretion is essential. He waves a hand between the two of you. Wir stehen zwar hier ganz hinten, aber tu mal so, als würdest du. Redest du gerade mit Kana, ne? Naja, gut. We receive our instructions from the Acolyte, just as she receives hers from someone else, and so on, right up to the Grandmaster. Okay. Our role is to obey, knowing as little about the overall plan and each other as possible. Das klingt mir nach einem ziemlich bekloppten Kult, wenn ich das mal sagen darf. Ich meine, wozu macht ihr das denn dann? Yeah, how can you be confident you're doing the right thing when you know so little? That's easy. The leaden key has been around for ages by the blessing of the gods, sagst du. You only have to look around to see the perils of trying to usurp divine power. Killing a god in the saints' war has cursed us all, and the heresy of enmity has only worsened matters. Try to replace a soul and you inevitably end up with a monster. Ja, das mag ja sein, kann man diese enmity, das ist, aber, also was diese komische Zwergin da am Baum gesagt hat, ganz am Anfang, das klang ja eher so ein bisschen nach Wissenschaft. Mit zugegebenermaßen etwas fragwürdigen Moralvorstellungen verbunden, aber trotzdem. Aber dieses Ganze hier, ja, also du magst nicht, dass die sich irgendwie um die Götter, ja, was wollt ihr denn? Aber ihr seid ja auch Blessing of the Gods. Das Ganze, das ist mir alles so fern, dieser ganzen Glaubensgrab. Das ist nicht ganz einfach, sich da reinzudenken. Tell me about the secrets. You shouldn't even be asking, whatever they are secrets for a reason. Our job is to guard them, not to know them. Okay, I see. We've been entrusted with important work. Ich weiß zwar nicht, was für Arbeit, aber die ist wichtig. Weil mein Chef hat gesagt, sie ist wichtig. Oh Gott. It's an honor, but not without its challenges. You need something else? I'll be ready for the initiates meeting soon. Honest. What are you doing here? I've been practicing the passphrases. I know them backwards and forwards, but I get so nervous every time I think about repeating them to the Acolyte. Why are you nervous? I've never seen the Acolyte's face, but I can't stop wondering what she looks like under that robe. Aber das Gesicht stellst du dir unter ihrer Robe vor. Nur das Gesicht. Okay, du bist tatsächlich sehr devoted. Entschuldigung. He twists his fingers together. And when she peers into my mind, I'm afraid she'll catch me thinking about that. Es wäre peinlicher, wenn du unter ihrer Robe was anderes dir vorstellen würdest und sie das merken würde. Aber nur gut. You hear him swallow. Also, if I get the passphrase wrong, she'll kill me where I stand. Das ist tatsächlich eine etwas seltsame Art. Stell mir das gerade so am Bankautomaten vor. Gibst deinen PIN falsch ein, wirst von einer Sentry Gun erschossen. Also hast auch nicht drei Versuche oder so. Also einmal falsch, tot. Das ist nett. Die haben offensichtlich kein Problem mit Nachwuchs und rekrutieren, weil ich meine, die werden Leute verlieren.
Ha! That look beneath the robe, I say. Dass du unter Frauen unter die Robe guckst, das wundert mich überhaupt nicht, Durance, ne? Also gar nicht. Dafür hast du wahrscheinlich diesen langen Stock, dass du... Ne. Fail a test, but succeed in the more important one. Once you have nothing to hide, the Cypher's got no power over you. Also da, Durance, da können wir nochmal drüber diskutieren, ne? Wenn ich dir dann das nächste Mal, weiß ich nicht, den Mindblade-Zauber einfach mal auf dich lenke. You can practice on me. Okay. Oh, du bist trustworthy. He ushers in a deep breath with fluttering hands. Here goes. First question. State your name and purpose. Answer. My name belongs to the gods and my hand to their service. Ich hoffe, dass das Spiel sich das merkt. Second question. What company do you seek? Answer. I seek the company of shadows. That our labors may remain secret. The company of shadows. Okay. Third question. Tell me of your labors. Answer. To see that the craft of Kith and Wilder does not disturb what bones the gods have buried. Fourth question. How do we know your purpose? Answer. You shall know it by the confession of my tongue, the deeds of my hand, and the oath on my soul. Riddles upon riddles. What bones the gods have buried? It's very dramatic, isn't it? Oh, I'm sorry. Please continue. Fifth question. And how is your oath guarded? Answer. It is sealed by the leaden key. That wasn't so hard. Try it again. Das sollen wir uns tatsächlich offensichtlich merken, ne? Eine Sekunde mal kurz. Ich werde das mal, glaube ich, mal aufschreiben. Dann sehen wir uns hier gleich wieder. Es dauert ja eine Weile. Bis gleich. Okay. So, das haben wir. Sounds like you've got it. I do, I think. He bites his lip. I'm just going to practice a few more times by myself before my meeting. Goodbye. Okay, und wo wir schon mal hier sind, Light, flame and sound. Klauen wir dir mal all deinen Kram. La la la. Was ist das? Dir ist das. Du hast das. Nehmen wir auch mit. I can do that. Aha, okay. Stört dich das? Nö, du bist ja voll mit Practicing beschäftigt. Ist hier noch irgendwas versteckt? Sieht nicht so aus. Hier auch nicht. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt nach Süden. Wenn irgendwas... Nee. Hallo? Hallo? Ah! A flame has shown us. Ja, ja. Jemand, guck dir das mal an. Bye. Fine rod. Scroll of Protection... Fine Word. Ja? Alles nur Mercenaries. Was zur Hölle ist das? Aha, okay. Binding Copper. Primal Rock. Nehmen wir mit. Ihr steht hier einfach nur rum und unterhaltet euch nett. Das ist, können wir mit euch reden? Weckerleut cranker than usual. One of her masked friends got lost in the sewers. Upsie. Ich hoffe, dass die keine zu identifizierenden Masken haben, aber das würde ja ein bisschen ihrem dem Sinn widersprechen. Okay. Geht einfach nicht. Hm. Naja, scheinen wir jetzt alle totschlagen müssen. Was? Aloth falters and brings a hand to his forehead.
He takes a staggering step forward, coughing and sputtering. Was los? Back, you Claude! Those hooded fiends are not to be trusted! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Probably not. But that's no reason to be Kanna glances over at Eloth and frowns. Eloth? Are you unwell? He grimaces, catching his breath. It's nothing. I'm fine. He coughs again. This probably isn't the best place to linger, anyhow. Okay. On the hunt. Rite of Ancient. Haben wir auch schon ein paar von. Ganz vorsichtig. Trau der Sache hier nicht. Was? Hallo. You hear murmurs and chants on the other side of the door. A ritual of some sort is already underway. Don the hood and mask. You pull the hood and mask over your head. Aha, jetzt geht's doch. Naja. They fit, but just barely. Naja. Continue in this chamber alone. Ich bin der Einzige mit der Maske. You open the door and stride into the chamber. Na dann mal los. Okay. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Baldur's Gate gerade. Da war das hier allerdings was anderes. Aber auch so dieses Rondell angeordnete. Egal. Several shrouded figures are lined up across from a hooded woman. The figure at the head of the line approaches her and the woman places her outstretched hand on the stranger's forehead. They stand in silent communion as you look on. A few moments later, the stranger steps aside and resumes his place in the circle around the statue. Also er hat offensichtlich die Passphrase richtig genannt. Und ich bin der Einzige ohne Maske hier, aber eigentlich habe ich ja doch eine Maske auf. The woman turns toward you. She does a double take at your ill-fitting hood. You are late, attendant. Even though her face is concealed, you sense her rage in a dangerously low voice in the sudden silence of the others in the chamber. I've been waiting on your reports. Quickly now. State your name and purpose. So tief ist die aber nicht. Okay, das Spiel hat sich das also gemerkt. My name belongs to the gods and my hands to their service. What company do you seek? I seek the company of shadows. Das ist nicht clever Spiel, das ist ziemlich blöd, aber gut. That our labors may remain secret. Tell me of your labors. To see that the craft of Kith and Wilder does not disturb what bones the gods have buried. How do we know your purpose? Okay, das ist wirklich albern. You shall know it by the confession of my tongue, the deeds of my hand and the oath on my soul. And how is your oath guarded? It is sealed by the leaden key. Welcome, attendant. Tell me of your exploits. Ja, und was sagen wir jetzt? mehr wissen wir nicht. In your mind you see a building, magnificent with trellises, whatever, and tiles, and located on a pristine boulevard. The wealthy and learned stroll in and out, trading knowledge and coin. Does he wait still? Yet it also houses misery and madness. Somewhere within its rotten core sits a man, his hair matted but his eyes alert. He watches and waits, a prisoner by choice. I might see building, magnificent trellises, tiles located on a pristine boulevard. Oh. He watches and waits. Würde ich sagen, ja. Does he wait still? Yes. Did they arrive? Könnt ihr euch mal ein bisschen klarer ausdrücken? The Acolyte's vision takes you out of Defiance Bay into a town in the wilderness with a watermill. Also, this building war in Defiance Bay. Learned. Das könnte vielleicht dieser, wo wir das Buch geklaut haben.
oder? Naja, schauen wir mal. Vielleicht müssen wir da noch hin. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie zuordnen kann. Takes her out of Defiance Bay into town in the wilderness of Watermill. A signpost on one of the paths reads Deerfoot. Several figures huddled together, shrouded in cloaks and hoods. An image of ruins suddenly looms in your mind. Two skeletal effigies flank a cleft in the mountainside. Did they arrive? Ja, wer ist they? Mensch. Das ist... In einem anständigen Fantasy-Film würde sie jetzt noch gesagt haben, was sie genau meint. Damit, ich meine, es ist realistisch. Tatsächlich, wenn sich Leute unterhalten über Sachverhalte, die beiden Gesprächspartnern bekannt sind, dann sagt man das nicht. Deswegen sind viele Filme so albern. Die Dialoge in vielen Filmen so albern. Nur hier wäre es jetzt mal ganz hilfreich. two skeletal effigies. Ja, sind das die, die arrived sind? Flank a cleft in the mountainside. It's uncertain. Your information shall be relayed. Now for your next task. Ach, glaubst du, dass ich das gemacht habe? Oder was? Moment, das ist The Acolyte's Vision. In wessen Kopf bin ich denn gerade? Sind das meine Erinnerungen? Oder sind das ihre Erinnerungen? Aber dann habe ich doch nichts gemacht. Das müsste sie doch merken, wenn sie meine Gedanken liest. Once fed from a mind in a place of palimpsest of a neighborhood. Rundown estates are cobbled around a cemetery and an ancient tower. Cemetery haben wir noch keinen gesehen. Savage shapes prowl the streets and in the tower a man hunches over a strange mechanism. You can't see him clearly, but there's something unnatural about him. Okay. Stop him. And above all, don't let him meet her. Okay, you see a woman, deathly pale with a scar over her heart. The acolyte shows you down the base of the tower, a seemingly impenetrable slab of stone and copper. But then she shows you the invisible split between the perfectly matched halves, and you understand how the copper veins convert a command into action. The command comes to your mind, a surprising familiarity about it. You know how to open the door. Stop him. Don't let him meet her. Wie gesagt, im Film hätte sie gesagt, wer er ist und wer sie ist. Ah, gut. I shall. Hands rest lightly on your head. Have you any questions, attendant? Show me the prisoner. In your mind you see a building magnificent. Aha, das war der Prisoner, okay. Ist es das, was wir machen sollen oder was wir gemacht haben? Das verstehe ich gerade nicht, weil wenn wir über unsere Exploits berichten müssen, das muss doch bedeuten, dass wir das. Ach, wie haben wir das irgendwie rausgekriegt? Nur wir haben die Erinnerungen noch nicht. Das müssen doch ihre sein. Oder haben wir die einfach nur vergessen? Remind me about the man in the tower. Also ich glaube, das sollten wir besser nicht fragen. Da würden wir uns wahrscheinlich ein bisschen zu erkennen geben. Andererseits könnten wir Informationen kriegen, ja, besser nicht. Machen wir doch mal. Okay. Okay, da wird es wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Farewell. Das war's? Ah.
Okay. Quests über Quests gibt's hier. Noch mehr? Ist er fertig, Spiel? Nein. Oh, doch, einen haben wir completed. Sollen wir mal schauen. Man Who Waits ist fertig. Find the place. A leaden calculator showed me a wealthy neighbor that has housed misery and madness. There was someone waiting here, prisoner by choice. I will find this person, I will need to find this neighborhood. Perhaps the guards will know of it. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Undying Heritage, a calculator showed me a vision of an ancient tower. Showed me a vision, also mit anderen Worten, das kam von ihr, also vom Acolyte. Aber welche... nee, das ist offensichtlich was an. Nee, das ist ja das ist was anderes. Aber das ist das, was ich nicht verstehe, dieser Teil hier. Wir sollen da sozusagen Bericht erstatten, nur über was? Über Sachen, die wir gemacht haben? Weil ich meine, wenn wir dieses House of Misery and Madness hier unten, also wenn wir das noch finden müssen, und hier wird es schon erwähnt, das klingt ja so, als wären wir da schon gewesen. Does he wait still? Finds my town of wilderness with a water mill. Okay, gut, so dann... Nice and slow. Jöns guckt sich hier mal um. Willst du der Frau mal unter die Robe gucken, Jöns? Nee? Okay. Gut. Lalala. Keiner gemerkt, oder? Okay. Das, nee, ihr seid voll im Gottesdienst, mit dem Gottesdienst beschäftigt. Finde ich sehr, find's sehr gut. Können wir hier irgendwo vom Altar irgendwas klauen? Devotees have placed assorted keys that teeth filed away among the runnels of wax. Okay, das ist ja interessant. Also, was ich sehr sympathisch finde, dass euch das überhaupt nicht stört, dass wir euch hier gerade blank gezogen haben. Na gut. Wo geht's hier denn hin? Da geht's zu einem Grafikglitch. A moment, please. I feel I should explain myself. Wenn du möchtest. Achso, müssen wir noch, ja, nichts Neues. Das finde ich aber gut, dass wir dann noch die Option haben, nicht sofort mit ihm zu sprechen. Das ist ein Fortschritt gegenüber den alten Infinity Engine Spielen. Da poppten diese Gespräche dann ja immer gleich auf. Egal wann. Und dann fragen wir hier mal irgendeine Gärtner irgendwas. So, was ist das hier? Ach, Derelict District of Defiance Bay. Moment, das können ja nicht so viele sein. Onward's Gift hat einen Tower. Aber der einzige, wo wir noch nicht waren, war Heritage Hill. Okay. So, Death Gate. Somewhere outside of Durford. Durford Village, was ist das? Da waren wir auch noch nicht.
Oder waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir noch nicht. Okay, also jetzt erstmal Alos. About my episode in the catacombs. There's something I should have told you earlier. Und auf ein bisschen schmollen. Nee, so tell me now. He clasps his hands together, slowly massaging a knuckle with his thumb. I meant no harm. I thought I could keep it to myself. That when we resolved the matter of your soul, we would also address my problem. Okay. I also have an awakened soul. Ach, guck an. But unlike yours, mine is a presence that shares my senses and my skin, making herself manifest at the most unwelcome times. Okay. Also du hast gespaltene Persönlichkeit, mit anderen Worten. He closes his eyes and grits his teeth. His lips quiver and twitch with the vestiges of some internal debate. Oh Gott, es ist so eine Art Gollum, allerdings intern, so wie es aussieht. Several seconds later, he opens his eyes again. They are watery and bloodshot. I'm sorry. I've tried to learn to control Isselmir. I've gotten stronger, but so has she. Und ist eine Frau. Das ist lustig. Er hat sogar einen Namen, das ist ja schön. Why didn't you say something so? Tell me about Isselmir. Artless, uncouth, a creature of rash impulses and feeble faculties. She wags her impertinent tongue when she should listen. Aye, this one's fit to boil. Hard to get this gaff over anything tisn't to do with books and spell speak. Okay. I have none of her memories. Breath spared me that much. But of course manners and intolerable hill speak suggest a provincial from a very, very long time ago. She tends to surface a hair's breadth from conflict when the fuse has burnt down and teeth are on edge. Ah, so wie als wir dich da kennengelernt haben. And when she shows up, she doesn't stop to gorge the situation. She just acts. Sounds like you could take a few She seems reckless. That's it, exactly. You recall the way she goaded those villagers in Gilded Vale. She doesn't think, and she doesn't back down. And trying to suppress that has been my... What? And trying to suppress that has been my problem for years. Why didn't you say something sooner? I learned to keep her a secret a very long time ago. Those with awakened souls are shunned, mistrusted. And after your experience with Meowald, I'm certain you can see why. You need to be careful. Ja, also wenn wir zu lange diese Awakened Soul in uns drin haben, werden wir bekloppt, ne? Das war's da irgendwie. Is this going to be a problem? Merely an annoyance. Although... Hörst his voice and clasps his hands behind his back. Minute twitches and spasms along his arms betray his fidgeting. Defiance Bay is said to have an entire institution dedicated to the study and cure of soul-related ailments. Ja, da waren wir schon. Since our journeys have already brought us to the city, perhaps we could speak with someone there. If it's helpful to you, we'll go. Thank you. This has been a great burden. Talk about something else? I'd like to know more about Isselmir. When did she awaken? My father was a strict man. He expected the best from his only child, and he didn't tolerate failure. At times he could be rather adamant, particularly when he'd been drinking. Isselmir manifested on one or such occasion. To be honest, I don't remember the specifics, only that he was more careful with me after that. You said that you learned to hide her a long time ago. My mother instructed me to keep her a secret after she first emerged. She feared that knowledge of my awakening would render me an outcast. Even though... mehr als er nur als elf ist. Entschuldigung, nehme ich zurück. Even though Isselmir proved useful against my father, I trusted my mother's advice, and I've since come to see the wisdom behind it. Meowald is an extreme example, but one that I can relate to more and more each year. Could I talk directly to her? So patients are uncomfortable enough. I'm not eager to invite her into my consciousness more than necessary. Okay. Indeed, yeah. That's all. Okay.
So, dann sind hier irgendwo irgendwelche Wachen. Ach, hier waren wir ja auch noch gar nicht. Was ist das? Oh ja, gar eine Menge zu tun. Irgendwo irgendwelche Wachen. Commoners. Wo war denn dieser Typ, der uns irgendwann mal... Heritage Hill Claims in der... Ja, bla bla blub. Und Copper Lane war der, ne? Schauen wir mal. Genau, dich meine ich. I'm looking for a neighborhood with a tower. It's near a cemetery. Best you stop looking, then. The place you want is Heritage Hill. You can see the tower over the district walls out that way. Northwest, okay. But something happened there. They don't let people in anymore. And none of the knights want to be posted anywhere close to it. Steer clear, if you know what's good for you. Ja, das weiß ich zum Glück überhaupt nicht. Where are the mad kept in Defiance Bay? Only place around here that takes them in is Breckenberry Sanitarium. Ja, stimmt, das würde auch passen. I've heard they can treat your soul there, take the madness away. But there's just as many stories coming out of that place that'll chill your blood. There's a man, if you want to call him that, Ethelmoor, whatever. He's a head warden. If you're visiting or checking yourself in, he's the one to talk to. Moment, da waren wir doch schon, da war da jemand. Ethelmoor, merken wir uns mal. Farewell, dankeschön. Okay, ja, da würde ich sagen, wenn wir beim nächsten Mal da mal hingucken. Also, Gottes Willen hier. Speak to the head warden. Ja, also dieses Questlog ist echt ganz praktisch. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit, glaube ein bisschen mehr Main Quest, so wie es aussieht. Okay, also bis dahin. Tschüss.